Ich habe schon wieder Fanpost bekommen. Der erste Fanpost ist von hier, von Rob. Prüfen, was da drin ist. Papiere. Zeitungspapiere. Brief für Natururin, bitte vor der Kamera vorlesen. Nee, Natururin schon wieder dran. Hallo Natururin, hier ist Rob aus Dortmund, Rozart Moranti. Du kennst mich aus der YouTubes Fitnessgruppe. Ich bin Fitness-Enthusiast und Piano-Enthusiast. Zurzeit übe ich fast täglich Bierpower und irgendwann machen wir ein Bierpower zusammen in deinem Video. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich schicke dir hier als Fanpost ein Kirschbier und ein Schwarzbier. Das Schwarzbier kommt aus einer Brauerei in Dortmund. Ich bin sehr gespannt, ob du schon mal Schwarzbier getrunken hast und ob es dir schmeckt. Ich denke, es wird dir sehr gut schmecken. Aber wenn es dir nicht schmeckt, kannst du natürlich auch sagen, das Bier hat voll scheiße geschmeckt. Aber jetzt erstmal zu gefressen, ein Döner. Ich sage geprost und bis bald. Liebe Grüße, Rob. Vielen Dank für die Fanpost. Und genau, du musst ganz viel Bierpower üben. Und dann machen wir das bald. Ich werde erstmal dieses Schwarzbier hier von auspacken. Ich habe zwar schon mal Schwarzbier getrunken und ich bin eigentlich eher ein Pilzliebhaber, aber ich muss trotzdem probieren, weil ich habe schon sehr lange kein Schwarzbier mehr getrunken. Das hier, das ist dieses Kirschbier.
So, und das hier, das ist dieses Schwarzbier. Ich werde jetzt dieses Schwarzbier probieren. Geprost. Das Bier, das gefällt mir ganz gut. Ich würde auch sogar sagen, eins der allerbesten Schwarzbiere, die ich jemals getrunken habe. Aber ich bleibe trotzdem der Pilztyp. Also Pilz absolut bevorzugt. Aber trotzdem genieße ich das Bier jetzt gerade. Und dieses Kirschbier, das werde ich entweder gleich trinken oder für den Fall, falls im nächsten Fanpaket irgendwie kein Bier drin sein sollte, dann werde ich das dann gleich trinken. Ansonsten zu einem späteren Zeitpunkt. Rob, vielen Dank für die Biere. Wir treffen uns ja die Tage und dann machen wir gemeinsam Bierpower. Und Flatti oder It's Nico halten die Kamera, währenddessen wir Bierpower-Durchführung machen. Genau das machen wir. So, das nächste Paket ist von Matthias E. Matthias E. hat mir schon mal was geschickt gehabt. Im letzten Fanpost-Öffnen-Video. Ich bin gespannt, was jetzt hier drin ist. Hier weiß ich auch nicht, was drin ist. Hier ist Plastik drin, Plastikfolie. Und das sieht aus, als ob hier auch schon wieder ein paar mehr Biere drin sind. Damit ich endlich wieder Bier trinken kann. Oder auf jeden Fall so eine Flaschengefäße. Genau, das hört sich wie Bier an. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, beim letzten Fanpost-Öffnen-Video von Matthias E., glaube ich, 10 Biere gewesen. Tee gern sehr hell. Das Bier kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich bin sehr gespannt drauf. Was steht da drauf? Augustiner Bräu München, Lagerbier hell. Das kenne ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Ach ja, stimmt. Ich muss ja diese hier unbedingt auf den Boden schmeißen. Weil das muss so sein. Und das letzte Bier. Chim sehr hell. Weil ich mich nicht entscheiden kann, welches Bier ich als erstes probieren werde, werde ich diesen Kugelschreiber hier abstimmen lassen. Augustinerbräu, München, Lagerbier hell. Geprost. Schmeckt auf jeden Fall gut, gefällt mir. Finde ich immer wieder interessant, neue Biere zu probieren, die ich bisher noch nie probiert hatte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, wie die anderen Biere schmecken werden. Ich werde dieses Bier noch ganz entspannt austrinken und die anderen Biere, die werde ich erst in den nächsten Tagen öffnen. Weil außerhalb von diesen Vollfettwanderungen oder Outdoor-Aktivitäten oder wenn mich ein guter Freund besuchen kommt oder wenn ich mal feiern gehe, und ich da ganz viel Bier trinke, mache ich immer so ein paar Tage Pause dazwischen und trinke alle 2-3 Tage mal das ein oder andere Genussbier, weil viel mehr, das ist viel zu ungesund dann.
So. Dieser Paket hat mir ein Zuschauer namens Martin in die Hand gedrückt. Da bin ich vor kurzem auch besuchen gekommen. Das war ganz nett gewesen. Ja, zwei Bücher. Der Kosmos Tierführer. Der Kosmos Pflanzenführer. Ich bedanke mich für die zwei Bücher. Ich werde da auf jeden Fall reingucken und vielleicht kann ich da auch ein bisschen neues Wissen aneignen. Und Martin, vielen Dank für deine Einladung. Das war auf jeden Fall ein witziger Abend gewesen. Okay, unterm Suft, da war ich dieses Mal ein bisschen sehr aufgedreht gewesen und ich habe, glaube ich, auch sehr viel wirres Zeug von mir aus gegeben gehabt. hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Gerne nochmal. Und vielen Dank für den Abend und vielen Dank für die zwei Bücher. Nee, das ist ein Amazon-Wunschlisten-Paket mit Bestellung. Ich weiß schon, was drin ist. Das geht so auf. Klebt kommt. Ja, hier ist kein Zettel drin. Diese Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung, die hat mir Naturflocke mitbestellt gehabt. Und viele Grüße und vielen Dank dafür. So eine Funktionsunterhosen, die jetzt so dieselbe Funktion haben sollten wie diese Radlerhosen. Kennt ihr die? Ich habe den genauen Namen vergessen, wie die nochmal heißen. Aber genau diese Funktion sollten diese Unterhosen haben. Weil in Zeiten, wo ganz viel die Dreischepperung runterkommt und ich so eine richtige Vollfettwanderung mache, dann habe ich immer wieder das Problem, dass ich mir einen Wolf einlaufe. Also, dass die Zwischenbein, dass die, wie heißt das Ding, die Innenseiten von den Oberschenkeln zusammenreiben und dadurch, genau, dass das sich das aufscheuert und so weiter. Und das sollte mit Radlerhosen oder so eine Unterhosen vermieden werden. Also so, wie ich gehört habe oder gelesen habe. Vielen Dank dafür. Ich werde jetzt diese Unterhosen ausprobieren. So, ich habe mir gerade die Unterhose ausprobiert und ich muss sagen, die passt mir auf jeden Fall ganz gut. Die ist auf jeden Fall angenehmer, als wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich werde die auf jeden Fall in der nächsten Vollfettwanderung mal ausprobieren. Also in der nächsten Tageswanderung, wo ich ganz viele Kilometer mache. Und wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich mir einen Wolf einlaufen tue. Und ich werde auf jeden Fall davon berichten, ob ich davon einen Unterschied merke. Genau, das mache ich so. Ha 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 ha